So, noch eine gute Nachricht für alle Gehörlosen auf der Welt, deren Leiden genetisch bedingt sind. Das Kinderkrankenhaus von Philadelphia hat nämlich nach eigenen Angaben zum ersten Mal in den USA eine Gentherapie zur Behandlung von Hörverlust eingesetzt. Ein 11-jähriger Junge erhielt die experimentelle Behandlung bereits im Oktober. Der Junge, auf beiden Ohren taub, wurde er geboren, hat jetzt nur noch einen leichten bis mittelschweren Hörverlust auf dem Ohr, das behandelt wurde.